Die geilste Zeit an Hogwarts ist natürlich Weihnachten, wenn man jetzt während der Weihnachtsfeier nicht nach Hause geht, aber ich glaube, das würde ich wahrscheinlich auch nicht machen, weil das Schloss einfach zu geil zum Erkunden ist. Wenn ihr aber doch zu Hause seid und so ein bisschen Harry Potter-Flair zu Weihnachten haben wollt, haben wir hier Harry Potter Weihnachtskugeln. Da sind insgesamt 14 Stück drin und es sind alle Häuser vertreten. Von jedem Haus sind es 3 Stück und zusätzlich nochmal 2 direkt für Hogwarts. Und da würde ich sagen, fangen wir mal an. Hast du welche? Ich nehme mal die Gryffindor-Kugel. Jetzt Gryffindor auf meine Seite. Okay. Dann nehme ich von meiner Seite schon mal Slytherin. Ich krieg das hin. Ich kann's. Du hast auch noch Hogwarts, ne? Dann nehme ich mir jetzt einmal die Hogwarts-Kugel in Schwarz mit Wappen mit allen drauf. Ich möchte jetzt nicht raten, wer auf dem Ravenclaw-Logo ist. Ich hänge sie mal hier vorne hin. So. Guck mal, was ein Quatsch, da ist sogar Hufflepuff dabei. Als ob sich das einer an den Baum hängt. Natürlich hängt man sich Hufflepuff an den Baum. Ja, irgendwo muss ich die aufhängen. Guck mal, die kommen sogar gleich hier oben hin. So. Dafür hänge ich jetzt mal den Ravenclaw weiter hoch. Es sind ja auch einen der Türme untergebracht. Und vorne oben in die Mitte, da, Slytherin. Sieht man natürlich schlecht, so grün auf grün. Dann, was gibt es Besseres als grün? Ich nehme dann nochmal Hufflepuff, ein bisschen mehr gelb. Und, oh, wo packen wir die denn hin? Ist gerade schon ein bisschen voll geworden. Ich versuche es mal. Da ist wirklich kein Platz mehr. Das ist nämlich gerade so ein bisschen an Jenga, weißt du? Nur, dass du den Weg, wo ziehst du jetzt sehr zu uns? Geballt. Wir haben jetzt unsere 14 Kugeln an den Baum gehängt und ich finde es eigentlich ganz schön, weil Harry Potter ist ja auch so ein Film oder eine Filmreihe, die hin und wieder auch so ein schönes Weihnachtsgefühl vermittelt. Und habt ihr mal Hogsmeade gesehen? Das ganze Jahr über liegt dort Schnee. Mysteriös.